So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dirt 3. Nachdem wir jetzt die Platin geholt haben im Drift Showcase Rennen, im Drift Race machen wir jetzt weiter mit dem Blast Final. Country Loop, 4 Runden geht das Rennen. Ich sitze wieder am Steuer, darf mir jetzt einen Wagen aussuchen. 520 PS haben wir hier. 545, 560, 560.200 Kilogramm, yo. Den nehmen wir. Ich glaube, das ist ziemlich stupide von mir, immer nur nach der PS-Zahl zu gehen, aber ich bin halt so, lass mich doch. Es kommt auf viel mehr an, es kommt aufs Fahrwerk an, aufs Auto an, es kommt auf die Abstimmung an. Eigentlich ist PS relativ irrelevant. Fast irrelevant und außerdem sind die Sprünge da überhaupt nicht groß, ja. Aber ich bin halt so einer, ne? Ich bin so eine richtige Flasche. So, Smelter, haben wir uns nicht anders gelabert, wir wollen fahren. Der Schwierigkeitsgrad war richtig. Der war richtig. Rennen. Direkt weiter. Ah, das ist ein... Ja, was ist das? Rallycross. Rallycross. Na, dann wollen wir mal. Erste von 4 Runden. Position 8 von 8. Da müssen wir auf jeden Fall aufholen. Schaden ist an, muss man dran denken. Ja, aber ein bisschen Tacking kannst du hier. Wasser bremst, ne? Wasser bremst. Kommt so ein. Fett schwimmt oben. Wasser bremst. Metall geht unter. Metall geht unter. So, wir sind schon wieder Zweiter. Das ist viel zu einfach. Das ist viel zu einfach. Wir müssen echt Schwierigkeitsgrad hochschrauben. Ja. Guck dir das mal an. Ja, du hast erst eine von 4 Runden. Ja, stell mir vor, wie soll das in den nächsten 4 Runden denn laufen? Der ist ja voll der Bremsklotz hier vorne. Nein. Das ist aber keine Herausforderung. Ich hätte gedacht, das macht mehr Unterschied. Die Kurve habe ich extrem beschissen gefahren. Aber darf man sich ja mal leisten, so als Erster. Ups, der ist ja fast abgehauen. Scheiß Wasser. Fahr doch mal durch. Nein. Doch. Der Wagen soll werksneu wieder ins Ziel kommen. Na. Ich möchte jetzt mal einmal hier den Wagen nicht demolieren. Und jeder, der schon mal vom Zehner gesprungen ist, weiß, dass Wasser bei der Geschwindigkeit hart wie Beton ist. Bist du schon mal vom Zehner gesprungen? Ja, bin ich. Ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich wollte es mal sagen, dass ich von 10er gesprungen bin. Das höchste, was ich gesprungen bin, war ein 5er. 10er würde ich mich, glaube ich, 3 echt Meter. 3 Meter? Ja. Okay. Das ist ja echt eine Armutsgesellschaft. Wow, knapp an der Leiter. Von einer traue ich mich. Von einer? Ja. Auch Rückwärtssalto? Nein, gar nichts. Einfach nur so. Runterkippen, ne? Ja. Siehst du, habe ich Wasser. Das war Pussy durchfahren. Ach, halt die Backen. Mann, eine Fotze. Siehst du, das ist das. Eine Fotze ist richtig. Ich hab gesagt, der Wagen soll werksnah ankommen. Der tropft richtig. Ja. Und bei dir da, guck mal, hast du wieder kaputt gemacht. Ja, aber ich wieder kaputt gemacht. Immer, oh, toll. Jetzt fällt das noch ab. Ja, komm, können wir auch richtig kaputt machen dann. Nee, aber. Hallo? Was soll denn das? Die haben Mechaniker. Die Mechis werden dafür bezahlt, das ist deren Job. Ich wollte einfach nur mal nett sein und den zum Jubiläumsrennen hier mal freigeben, aber anscheinend hat sich das erledigt. Und die Kurve nimmst du immer beschissen, ne? Nimm ich immer beschissen, aber es ist halt auch meine... Aber die Gegner sind dran. Ja, weil ich hier nur Blödsinn mache. Da können wir locker auf Schwierigkeitsstufe 6 hochstellen. Komm mal, was ein Jahren. Da, bist du zufrieden? Ja. Ja. Jetzt ist die Fotze feucht. Oh, lustig bist du. Du bist so lustig. Ja, du bist ja auch ein Witzbold. Ja, toll. So, komm, fahren wir weiter. Daran will ich mich gar nicht aufhängen hier an solchen Spasti-Witzen. So. Geil, also direkt mal überspielen hier. Ich höre dem gar nicht zu, dem Penner. Das ist mir jetzt blöd. Ich bin hier insgesamt 90 Meter weit. Jo. Ja. Locker Erster. Das ist ja gar keine Herausforderung gewesen. Ich wollte nur mal zeigen, dass ich auch kann. Jetzt auch. Das ist jetzt die Kurve, wo ich immer verkackert habe. Und auch dieses Mal. Okay. Naja, was soll's. Aber Erster als Erster, oder? Erst 309. Ey, guck mal, wir haben schon wieder über 2 Sekunden Abstand, ne? 309. Ja, eine. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Das ist von weiter, gehen wir weiter, weiter. Aber erster Versuch, erster Versuch. Hauptsache, ne? Hauptsache, wir müssen nicht wiederholen. Aber Zweiter werden wir. Da wiederhole ich gerne. Ja, aber Zweiter werden wir bei der Schwierigkeit nicht. Das ist noch einfach. Ja, du. Ich fahre ja noch beschissener. Du hast gerade beim Driftrennen richtig. Ja, das ist aber auch Driften, das ist Querfahren. Und du meinst Schnellfahren? Fährst du quer, siehst du mehr. Okay. Ja. Hat er wieder den Spruch vom Stümper-Tuner geklaut. Ja. Stümper-Tuner JP Performance. Wenn ihr ihn nicht kennt, Link in der Videobeschreibung.
wird nachher nichts da sein. Weil ist auch nicht. Aber schön, dass ihr mal draufgeklickt habt. Habt ihr auch nicht, ne? Ist eigentlich alles egal. Citroën Junior Team hat Interesse an dir. Schau dir deine Lackierungen und Teamangebote an. Nö. Nein, machen wir nicht. Ja, denn wir sind arrogant. Arrogant und ignorant, würde ich sagen. Also ein bisschen, ne? Irgendwas dazwischen. Über. Ja. So, jetzt lassen wir den Controller rüberwachsen. Moment. Oh, Gymkhana. Gymkhana. Oh, das hört sich ganz nach Ken Block an. Ja, das ist mir... Du wirst es lieben. Ich werde es nicht lieben. Ja, ist alles keine Grenzen. Das ist schön. Ob du mir ein Autogramm besorgen kannst? Nö. Nein. Aber... Bin zu fame. Too fame for that. Zwei Rennen. 2,6 Kilometer, 3,4 Kilometer. 70s, 60s. Opel Kadett. 60s haben wir. Boah, ja, nimm den grünen, der ist richtig hässlich. Jawohl, nimm ihn. Trau dich. 100 PS. Das ist der schlechteste. Hat so viel wie mein Wagen. Ja. Mit dem kommst du richtig aus dem Quark, ey. Ja. Aber du stehst ja nicht auf der Geschwindigkeit, von daher genau das Richtige für dich. Ja, bin Captain Slow. Captain Slow im Captain Slowmobil. Grün. Deswegen habe ich auch die meiste Zeit bei Formel 1 gewonnen. Ja, gut, das war Asphalt, ne? Nicht verwechseln. Das war auch kein Rallye. Das sind richtige Straßen. Monte Carlo kenne ich immer anders. Viele Leitplanken. Ja. Stand da gerade Monte Carlo? Ja, Monte Carlo. Okay. Hätte ich jetzt nicht erkannt. Jo, ja, Wohnfreiheit. Das aber auch noch. Ein bisschen länger. Geht noch. Rennen. Wollen wir mal Taxi, schauen. Taxi. Taxi, ja. Das ist echt ein Taxi-Auto, ne? Ja, sieht fast so aus mit der Scheinwerfer oben. Jo. DTG 746J. Die Nummer 87 ist das. Aber da kriegst du echt kein Geschwindigkeitsrausch, wollte ich gerade sagen. Nee. Und da hat er schon wieder den ersten Schneeberg geküsst. 80. Kleiner Schneeteufel. Hätte ruhig noch kürzer besetzt sein. Aber weißt du was? Ich finde die Szenerie richtig hübsch. Die Szenerie finde ich richtig hübsch. Und du kannst gar nicht in den Wald fahren, weil da immer diese Schnee... Aber dafür umso mehr in die Schneewehen. Gibt's da Schneewehen? Oh. Opfer. War klar, dass du den Wagen nicht heil lassen willst. Ja, will ich auch nicht. Das ist Mini. Überall Schnee, also... Aber er fährt sich wieder so, wie ich das absolut nicht mag. Nicht mag. Ja. So, Spitzkurve, bremsen, rumreißen. Gut. Ist kein Driftrennen hier, ne? Ich weiß. Und Sektorzeit. Wir sind Erster, 53.864. Die anderen sind noch nicht über den Sektor rüber. Mal gucken, was die gleich so rausfahren. Bin ich auch mal gespannt. Oh, da hat sich einer gedreht, der hinter uns. Hat sich gedreht. Oder ist stehen geblieben. Auf jeden Fall ordentlich Zeit verloren. Finde ich gut. Und wir kriegen die Zeiten nicht angesagt. Leider. Wir kriegen keine Zeiten. Wir wissen nicht, was die hinter uns fahren. Wir geben den Ton an. Aber das sieht sehr gut aus. Der Abstand ist riesig. Ich versuche gerade mal so ein bisschen... Ja, warum da? Das ist eine enge Strecke, da ist also zwar keine Leitplanken, dafür Felswände. Genau, Felswände und... Und Felsmauern, genau. Ja, die ich gerade mal touchiert habe. Und das war's. Das war's. Und wir sind... 1,38. Dritter! Das ist aber peinlich. Deine Fans drehen durch, wenn sie das wollen wir so lassen oder nochmal? Ja, lassen wir so. Lassen wir so. Haben wir noch einen? Ist ja aber auch sympathisch, ne? Das ist ja das, was wir wollten. Nicht immer Erster werden, weil das ist ja langweilig, wenn wir immer nur vorne wegfahren. Ihr seht, es ist authentisch. Gegen vorne wegfahren habe ich selten Fällen was. Ja, wenn man es immer macht in jedem Rennen, finde ich das persönlich zu langweilig, weißt du? Doch, das ist scheiße. Warum sollte man sich das angucken, wenn man eh schon weiß, dass wir Erster werden? Weil wir cool sind? Nein, das sind wir definitiv nicht. So, weiter geht's mit der 87, nächstes Rennen. Diesmal reiß ich mal bitte zusammen. Das waren nur 7/10. Ja, 7/10 zu viel. Ja, wahrscheinlich im Drift oder sowas. Ja. Ich sagte ja noch, es ist kein Drift drin. Cool. Ist es auch. Jetzt kann ich auf jeden Fall die Fahrzeugeinstellung. Ich mache jetzt das Getriebe mal ein bisschen kürzer. Die Bodenfreiheit noch. Da gehe ich. Bremsbalance gehen wir wieder mittel. Ja. Und da sieht man, dass der Wagen gleich ein ganzes Stück weiter in die Knie geht. Das sinnvoll ist, werden wir gleich sehen. Es geht um die Platzierung, ne? Wenn er so damit besser klarkommt. Kleine, süße Reifen, ne? Ja. Ich glaube, 14 Zoll, 13 Zoll, ich weiß nicht. Ja. Könnte man auch am Bobbycar schrauben. Das ist ein Bobbycar. Mhm. Diesmal starten wir nicht als Erster. Das ist geil. Das heißt, wir kriegen die Zwischenzeiten angesagt. Ich werde dann mal den Holy ein bisschen drüber informieren, was er da so auf der Uhr stehen hat. Dann kann er sich besser auf die Strecke konzentrieren.
Aber die Strecke ist breiter. Moment. Und das Auto fährt sich besser. Ja? Ja, Strecke ist auf jeden Fall breiter. Haben wir mehr Platz. Aber können sich auch noch verjüngen, ne? Guck mal, da. Ah, das war eng. So, erster Sektor steht bevor. Wir kriegen die erste Zwischenzeit angesagt. Und wir sind laut Zwischenzeit. Erster. 4 Sekunden ist der nächste hinter uns. Das sind aber Meilensteine Abstand. 4 Sekunden. Ich mag das irgendwie, wenn das Auto tief liegt. Ah, kommst du besser mit klar? Ist ja alles okay. Dann ist das Handling deutlich besser. Stell's einfach um vor jedem Rennen, dann ist gut. Na, Hauptsache, wir fahren gute Zeiten. Und den kriegst du locker geschluckt. Ja, den krieg ich auch noch geschluckt. Vielleicht auch noch sein Nachfolger. Außenrum. Schön außenrum, ja. Stoß schön auf. So, und der nächste Sektor steht bevor und die Zeit reicht für den ersten Platz mit 8 Sekunden Abstand, der nächste. 8 Sekunden, das ist ewig. Ja. Das ist ewig, den schluckst du locker. Den schluck ich auch noch. Der ist ja so lahm. Alter Falter, so. Ist ja auch Asphalt, das darf man nicht vergessen. Dritter Sektor zur Hälfte fertig. Jetzt gibt es einen Endspurt. Also es ist ja echt Asphalt-only, ne? Ja, Asphalt-only, so wie du es magst. Der Wagen ist gut abgestimmt, es passt alles und schon bist du vorne, ne? 11 Sekunden Vorsprung. Also wenn du willst, kannst du von mir auch rückwärts ins Ziel fahren. Zwischenzeit, 1:39. Das war sehr, sehr knapp. Jo. Alter, was das für eine Kulisse ist, ne? Da willst du nicht runterfallen, du. Ja, ich kontrolliere, ich guck gerade gar nicht an, ich konzentriere mich gerade einfach nur. Ich als Beifahrer habe natürlich das Privileg, dass ich überall hingucken kann. Da verlasse ich mich ganz auf den Holy. Enge Sache, enge Kiste, aber gut rum. Yo. Langsam komme ich ins Spiel rein. Und das Ziel ist da. Well done, Champion. 209. Unter 210. Sehr schön. Gut, Leute. Hohoi. Erster Platz. Yo, das war aber locker, locker flockig auf dem ersten. Weiter. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, beenden wir mal ein Part. 12 Minuten ist ja schon fast eine Rekordzeit. Länger war, glaube ich, nur der erste Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part, zum nächsten Rennen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, hoffen wir mal, ne?